So, Freunde, willkommen zurück zu Metroid Prime. Und ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das hört man nicht so. Und ja, ich hoffe mal, dass mein Kommentarstil jetzt mal ein bisschen besser wird. Und warum bin ich gerade runtergefallen? Ich Volltrottel. Ja, genau. So, im letzten Part haben wir die Super Missile erhalten. Und haben uns auch schon gleich einen Missile-Container dafür geholt. Und jetzt gehen wir weiter in einen gefährlichen Raum, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wo wir Begegnung mit der... Die Begegnung einer unheimlichen Art machen. Begegnung der unheimlichen Art, so hieß es. Und, das ist die Speicherstation. Den ganzen Anfang könnte ich jetzt wieder rausschneiden, weil ich völlig zu unfähig bin. Aber das macht nichts. So, hier gehen wir jetzt rein. Dort erwartet uns gleich... Ja, was Schlimmes, so möchte ich es nennen. Habe ich die Dinge eigentlich gescannt? Ja, gut. Ich habe auch schon nachgeguckt, wir haben jetzt schon 24% vom Spiel abgeschlossen. Ein Viertel, das könnte sogar schon hinkommen. Vom Spiel geschafft und so. Okay. Zeitverzögerung ist nicht da, das ist schön. Okay. Wo führt uns das denn hin? Zutritt zum Kontrolldeck genehmigt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da liegt gerade vor die Frosch mal, als ich das gesagt habe. Egal. Wo geht's denn lang? Da geht's raus. Ah ja, genau, der Raum. Hier kommen ganz neue Gegner, die wir eigentlich schon hätten scannen können, aber da bin ich nicht hingegangen. Okay. Energie. Warum habe ich das schon kaputt gemacht, ich Arsch? Oh mein Gott. Pirate. Pirate. You are a pirate. You are a pirate too. You are... A real fucking pirate. Nein. Wo ist denn der? Da. Tot. Was ist das? Oh mein Gott. You are a flying pirate. Oh mein Gott. Stirb. Mann. Oh ja, vielleicht sollte ich die auch scannen. Das könnte helfen. Habe ich mal gehört. Ja, fliegende Piraten zeigen in der Luft ausgesetzten... Alles klar. Please? War es das schon oder kommt noch mehr? Ich weiß es nicht mehr. Das ist eine geile Kombo. Erstmal... Oh, voll Kamikaze-Angriff. Erstmal... Charge Beam und dann eine Rakete hinterher. Wow, wow, wow. Übertreib mal nicht. Ja, er hat natürlich überlebt. Hoha. Und ein normaler Schuss macht ihn gleich tot. Na klar. Okay. The door is unlocked. Wir kennen das ja schon. Plisse ein wenig Energie. Oh, keine Raketen. Brauche ich doch nicht. Ich habe schon einen Energietank verloren. Man müsste eigentlich... Das kann man theoretisch machen, ne? Von dem Spiel. Müssen wir mal so einen Container-Run machen. So ein bisschen 3-Herz-Run wie bei Zelda. Boah. Also das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Da wäre ich jetzt nämlich schon tot. Ja, bei Metroid Other M gibt es ja den Hard-Mode. An den traue ich mich persönlich auch nicht ran. Hier auch recht interessant. Hier hinter... falsch. Dann war es da hinten. Kommen wir da? Ne, wir brauchen den anderen Beam dafür, genau. Hier hinter... Wow. Befindet sich ein Chozo-Artefakt, aber wie man sieht, kommen wir nicht durch das Eis durch. Noch nicht. Wir haben ja bereits zwei Missile-Container hinter dem Eis gesehen. Und die machen wir genau auf die gleiche Art und Weise kaputt. Das ist die falsche Tür. So, da rein. Okay. Erstmal wieder activaten. Forschungslabor EFA. Ether. So heißt ja auch der Planet als Metro Prime 2. Zufall? Keine Ahnung. Ist die Sicht ein bisschen komisch? He's down. Wunderschön. Und jetzt geht's los. Ist es schon der Raum? Nee, noch nicht. Doch, es ist der Raum. Man sieht schon da hinten. Was befindet sich da drin? Was ist das? Ist das etwa...
Das kann nicht sein. Nein. Ein Metroid. Ha! Welch ein Glück, dass er in dieser Kapsel gefangen ist, wa? Oder diesem Reagenzglas. Da haben wir mal ganz schön Glück gehabt, finde ich. Was ist denn das? Talon Metroid. Infolge der Einwirkung durch Phason mutierte Metroids. Ähnlich wie die dominierende Spezies von SR388, der Metroid, kann auch der Talon Metroid jeglicher Lebensform Vitalkraft entziehen. Dazu klammert er sich an seine Beute, absorbiert ihre Energie und nimmt dabei an Größe zu. Durch den Wechsel zum Morph Ball mit anschließendem Einsatz einer Bombe lässt sich ein Talon Metroid abschütteln. Welch ein Glück, dass er gefangen ist. Oh! Oh nein! Wir haben noch keinen Ice Beam! Wie sollen wir den platt machen? Oh. Puh. Das ist fies, wa? Wow. Metropirat. Metroid-Kenner wissen, dass man Metroids ja eigentlich mit dem Ice Beam und dann einem Charge Beam kaputt macht. Oder halt normal Beam, ja. Mit dem Ice Beam erstmal einfrieren und dann abballert. Aber wir haben keinen Ice Beam. Ja, müssen wir halt erstmal mit dem Wave Beam klarkommen. Aber ich spoilere an dieser Stelle schon mal. Keine Angst, wir bekommen den Ice Beam noch. Ja, aber erstmal mal gucken. Sind hier noch relevante Daten? Okay, noch mehr. Boah, da oben. Der ist ja fies. Mehr glaube ich nicht, oder? Vielleicht das da nicht. Das meine ich doch gar nicht. Space Pirate. Tot. Okay, ah. Oh Gott, lol. Ich will. Na klar, ich bin auf dieser Schiene hier gelaufen. Na klar. Space Pirate. Please. Wow. Was war das? Mein Controller hat gerade einfach so random vibriert, obwohl nichts passiert ist. Auch mal schön, finde ich. Da. Okay. Energy Tank, oder eher gesagt, ein bisschen Energieball. Das ist auch ein bisschen komisch bei Metroid Other M, was ich ja jetzt, übrigens, ne, habe ich ja neulich mal gesagt, Privatzocke, habe ich jetzt durchgespielt. Schön 100% mit allen Items. Muss sagen, mir hat das Spiel doch eigentlich ganz gut gefallen. Das hat sich noch zum Guten gewandt. Aber da gibt's ja, kann man ja keine Energie aufsammeln. Geht ja nur mit diesem Concentration, oder wie es hieß, da. Lol, der ist schon so gestorben. Was willst du denn? Stirb. Ah, das war's. Hört man mal so richtig schön, dass die alle tot sind. Oh, noch ganz viele Scans. Nein, das meine ich nicht. Den da. Den da. Nein. Hab ich noch ganz gehört, so Logbook. Oh, eingehende Scan-Daten. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Piraten kommen, Nicke. Oh nein. Ja, wollen wir den mal befreien? Im Metroid? Das können wir jetzt machen. Die Piratenkommunik, das war ja auch damals bei meinem Grabber-Test, den ich ja damals hatte, wurde der mir auch angezeigt hier. Die Piratenkommunik. Naja, aber das macht nichts. Befreien wir mal den Metroid. Aber weil ich ihn auch töten will, weil ich ihn hasse. Lol. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, ey. Wir sehen doch an. Oh, es sieht auch ein bisschen übel aus, wenn man von dem Metroid angegriffen wird. Das zeige ich euch vielleicht nochmal. Oh. Wie jetzt? Einfach so? Ist ja lame. Einfach so hier drin. Irgendwie backe ich gerade wieder eine Textur fest. Jetzt echt? Erinnert mich schon gar nicht mehr. So dumm. Okay, sonst ist hier nichts. Ich hole immer lieber den Scanner raus, weil, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Secret Door in Boden. Oh! Ah, nein! Hier sind die arktischen Viecher. Hier sind sie.
Nicht vergessen, auch ein ganz fieser Scan. Kann man sich später zwar auch holen, noch im anderen Gebiet, aber es dauert vielleicht noch ein bisschen, bis wir da hinkommen, ne? Und lieber früher als nie. Warum mache ich immer dieses Geräusch? Warum tue ich das? Ich finde, das hört sich cool an. Jedenfalls für mich. Ich weiß nicht, wie es sich dann letztendlich anhört. Bestimmt so richtig besoffen. Oh nein. Dieser Raum. Ich erinnere mich nur düster. Hallo Metroid. Wo seid ihr? Boah, fliegende Pirates hier vom Feinsten. Na, die treffen mich nicht, diese Vollidioten. Ihr seid Idioten, Mensch. Tot. Wo ist eine andere? Hä? Er ist gelandet. Bam. Boah, Alter, machen wir voll den Kamikaze-Angriff. Ah ja, ich glaube, hier war das jetzt auch so, dass wir da... Genau. Da unten ist wieder ein Upgrade. Richtig edel. Und da müssen wir jetzt die ganzen Dinger für kaputt machen. Oder ich fasse kaputt. Die ganzen Schutzschilde deaktivieren, so nenne ich es jetzt mal. Wir müssen dafür auf die unterschiedlichen Plattformen gehen. Und ich bin zu faul, die Treppe zu benutzen, deswegen nehme ich den Weg für coole. Ist auch wohl cool, kann man immer so viel experimentieren in dem Spiel. Dieses Gerät versorgt das Kraftfeld am Boden des Raumes mit Energie. Toll. Oh. Abwehranlage. Ist jetzt mal mittlerweile die andere. Nö. Okay. Oh, scheiße. Jetzt wollte ich so richtig cool in der Luft noch wechseln. Aber das hat leider nicht funktioniert. Okay, ah! Da ist ja noch einer. Na. Okay, jetzt aktiviere ich, deaktiviere ich erstmal das unterste von denen. Total lame. Aber der in der Mitte, oder dieser mittlere fehlt noch. Der müsste sich dann irgendwo oben befinden. Weiter oben. Glaube ich. Sind noch andere relevante Scans? Nein. Das Upgrade, was wir gleich halten, ist ganz cool. Weil, übrigens, ihr erinnert euch noch an die Talon-Oberweltmusik, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß gar nicht. Dieses da, 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 da. Die Mucke wird sich dann ändern, wenn man das Upgrade einsammelt. Ist ein bisschen random Fun Fact. Aber ist vielleicht ganz lustig. Und wenn man das Upgrade einsammelt, sind auch die arktischen Sturzsegler weg, die ich ja schon gescannt habe. Die ganz wichtigen. Nur in der Wii-Version. In der GameCube-Version sind die Viecher noch da. Die Mucke ändert sich aber in beiden Versionen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die andere Musik ging, aber naja. Werden wir noch sehen. Thermal Visor. Ja, auch unsere Visor. Wir halten noch weitere Visoren. Ganz cool. Voll so eine Sonnenbrille. Okay. Piep, boop, boop, piep, piep, boop. Das hat so viel geändert. Thermal Visor erhalten. Jetzt passiert auch noch was ganz Tolles. Bitte Minus gedrückt halten. Blablabla. Alles klar. Jetzt. Fällt der Strom aus. Und die Metroids brechen aus. Oh mein Gott. Man erkennt noch voll was. Wow, 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 wow. What the hell? Der Grabber hat gerade mich rumgespackt. Hä? Was ist der? Da. Ach, was soll's. Ich wechsle jetzt zum Thermivisor. Yeah. Komm her, du Arschloch. Ja. Bam. Tod. Und Energie. Okay. Man erkennt jetzt zwar mehr, aber so erkennt man eigentlich noch ein bisschen was. Naja. Aber wir wollen es ja machen, wie das Spiel es gewollt hat. Und wechseln zum Thermalvisor. Und ich muss die Folge beenden für heute. Das heißt, ich muss jetzt halt mal zwei Folgen hintereinander aufnehmen, ohne zur Speicherstation zu kommen. Oh mein Gott. Metroid. Nein. Oh Mann, ich lade den Chartspiel immer nicht zu Ende auf. Das ist so meine Schwäche. Samus Aran kann ihren Chartspiel nicht richtig aufladen. Aber egal, Leute, im nächsten Part. Da unten sehen wir übrigens eine weiße Tür, in die kommen wir noch nicht rein. Und was ist die Farbe? Weiß, natürlich Eis. Haha. Warum hab ich bloß gespoilert? Egal. Im nächsten Part gehen wir wieder zurück, speichern ab. Und ich muss dann überlegen, wo wir als nächstes hinkommen. Ja, hier reinkommen wir als nächstes. Oh nein, dann kommt im nächsten Part schon der Endboss. Okay Leute, an dieser Stelle bis zum nächsten Part.
Tschüss.